Open Web würde ich erstmal als BAWS-zertifizierte MBE beschreiben. Wir können natürlich einmal Backnet-Fremdsysteme aufschalten. Wir können natürlich auch unsere proprietären OpenEMS-Controller aufschalten. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir über weitere Schnittstellen wie zum Beispiel SQL oder Fidelio noch Drittsysteme verbinden, dass wir integrieren, dass wir die Daten austauschen in beide Richtungen. Wir haben den Vorteil, dass die Software wirklich, wirklich schnell in Betrieb genommen werden kann. Wir haben viele vorkonfigurierte Module. Wir haben zum Beispiel den großen Vorteil, dass bei uns die Anlagengrafiken direkt mit on board sind. Also ich muss da jetzt nicht noch groß Anlagen zeichnen. Das ist alles, kommt vom Controller direkt mit hoch. Ein ganz wichtiger Punkt ist einfach diese Flexibilität, diese modulare Erweiterbarkeit. Also wir haben unsere Basisfunktionen, die immer drin sind, die zu einer MB gehören. Aber wenn ich jetzt nicht das Riesensystem haben möchte und brauche, dann kann ich das auch klein halten oder eben auch modular für mich anpassen. Ich kann zum Beispiel die Weiterleitung dazu nehmen. Ich kann auch Drittsysteme aufschalten. Ich kann Backnet optional eben quasi einschalten oder ausschalten, wie ich möchte. Das ist eigentlich so der große Vorteil auf jeden Fall bei Open Web. Also ich bin da super flexibel. Ich kann für mich das individuell konfigurieren und so genau das System haben, was ich eben brauche. Unser Bedienkonzept ist im Grunde modular aufgebaut. Wir haben da einmal die stationäre und die mobile Bedienung. Wenn ich mobil unterwegs bin, dann kann ich mit der App die Anlagen- und Raumbedienung machen. Und wenn ich wirklich weiter rein möchte, dann habe ich einmal meinen Web-Client und den Desktop-Client. Damit kann ich die Konfiguration oder eben auch die normalen Betriebsfunktionen eben machen. Das sind so die beiden Säulen, die wir haben. Einmal mobil und einmal stationär. Unser Meldemanagement ist insofern auch modular aufgebaut, dass wir einmal unsere Basis haben. Alle Meldungen, die irgendwie anliegen, die können wir stationär im Event Control Center verarbeiten. Das ist die Basis und wenn man möchte, kann man eben noch die Weiterleitung aktivieren. Dann kann ich diese Meldungen noch zu Drittsystemen, zu weiteren Empfängern über E-Mail oder über unsere Alarm-App zum Beispiel weiterleiten. Und ich habe dann die Möglichkeit, da die Alarm-App eben auch für mobiles Meldemanagement zu nutzen. Dann kann ich eben meine Service-Ansätze koordinieren, kann dann wirklich Teamarbeit für Meldemanagement eben durchführen, was ich stationär nicht kann, aber auch nicht brauche unbedingt. Wir haben auch unser Trending mit dem Open Web. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir uns einmal historische Daten ansehen, historische Trends zu allen möglichen Trenddatenpunkten, die ich anlegen kann, die aber auch häufig schon vorkonfiguriert sind. Und ich habe auch die Möglichkeit, dann zusätzlich noch ein Live-Trending zu machen. Also ich kann einmal nach hinten gucken, kann daraus analysieren, was war der Fehler, kann da eben eine Analyse vornehmen. Und ich kann jetzt auch live im Betrieb oder zum Beispiel in der Inbetriebnahme mir das Live-Trending anschauen und genau sehen, sekündlich, wie entwickeln sich die Werte? Ist das so, wie es sein soll oder sind da Fehler? Wo muss ich nochmal hingehen?